Der deutsche Musikproduzent Frank Farian ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Das teilte die Familie des Künstlers am Dienstag übereinstimmenden Medienberichten zufolge über die Agentur Allendorf Media mit. Demnach starb Farian friedlich in seinem Apartment in seiner Wahlheimat Miami in Florida. Frank Farian wurde 1941 als Franz Reuter geboren und machte ab den 1970er Jahren als Musiker und Produzent auf sich aufmerksam. Er gründete weltweit erfolgreiche Popmusikgruppen wie Boney M. und Milli Vanilli. Das aus den Sängern Fab Morvan und Rob Pialatus bestehende Duo sorgte 1990 für einen großen Skandal in der Musikbranche, als bekannt wurde, dass die beiden keines der Lieder selbst gesungen hatten. In einem 2023 veröffentlichten Milli Vanilli Biopic namens Girl You Know It's True übernahm Matthias Schweighöfer die Rolle von Frank Farian. Frank Farian arbeitete im Laufe seiner Karriere zudem unter anderem mit Stevie Wonder und Meat Loaf zusammen. Als Produzent und Sänger soll er über 800 Millionen Tonträger verkauft haben. Mit der von ihm produzierten Gruppe Boney M. schuf er Hits wie Rivers of Babylon oder Daddy Cool.